Hey, willkommen zurück zu Remastered. Mittlerweile dürften wir die 9. Folge, ist es glaube ich, oder die 10.? Ich glaube die 9. Bei der 9. Folge angelangt sein und wir machen uns jetzt auf den Weg zum Regierungsbereich. Dort müssen wir rausbekommen, wie wir Leonid Suzuki, unseren geliebten russischen Kosmonauten erreichen können. Und mit Hilfe der Level 2 Access Card dürfte es kein Problem sein. Ja, das scheint auch das Government zu sein. Cool. Ich gehe nochmal direkt hier eine Karte weiter, um schon mal das Teleportieren dahin freizuschalten. Und mich interessiert ehrlich gesagt natürlich auch, was sich dort verbirgt. Das Ritz. Okay. Gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir doch jetzt erstmal in die Regierung. Was auch immer diese Idioten da machen, während ich kurz davor stehe, an Hirntod zu verrecken. Auch hier wieder finde ich das eigentlich ganz schön gemacht. Ah, cool. Zum ersten Mal ist wie so ein direkten Pernschwenk miterleben. Okay, kann ich jetzt hier... Achso, ich kann hier weitergehen. Gibt es hier mehrere Eingänge? Was ist denn... Also die Animation ist ja ein einziger Traum. Was ist denn hier los? Okay, gehen wir einfach mal da oben rein. Verwinkelte Gassen. Das ist sehr sinnvoll. Was? Herrscht da gerade irgendeine Form von Krieg? Oh mein Gott, das riecht ganz stark nach Asterix, oder? Department of Purity, der Reinheit. Paranormality, so. Für Paranormales, für Weltall. Du Scheiße. Willkommen in der Government Note. Was ist Ihr Anliegen? Ist er mich an E.T. oder an Jar Jar Binks? Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich möchte den Kommunikationsoffizier sprechen, denke ich. Dafür brauchen Sie ein Formular Z. Ich nehme an, Sie haben keinen. Sie werden jetzt Formular A bis E erhalten. Warten Sie, bis die Büros öffnen. Wenn Sie jemand nach Formularen fragt, die Sie haben, geben Sie sie ihm. Geben Sie niemandem das falsche Formular. Jetzt beeilen Sie sich, haben schon Pause. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich bin vollkommen erfordert. Ich brauche hier Formular B. Da hat einer B. Formular B wird jetzt hier. Ist das S-Formular? Ich nehme mal Formular V an. Okay. Formular M. E habe ich. Formular P ist Formular A haben wir auch. Hier, bitteschön. Hier ist Formular E. F, G, C, H, I, J habe ich. Das I, das J. Oh mein Gott, ich habe nicht so viel Zeit. Das C, das G, das L, das F. Gott, oh Gott. Das K. Ich bin gerade leider nicht zu viel mehr in der Lage. Das N, das P, das H. Oh, haben wir schon? Gucken wir mal auch. Ja, Formular D. Geben Sie Formular D. V. Ja, Formular D. Geben Sie Formular D. W. Komm schon, woher will denn das M haben? MST, MST. Formular A. Ich nehme immer noch. Könnte mir jemand Formular H? Das S. Formular H. Okay. Hier wird jetzt Formular Y. MXT. Das M, X war irgendwo in der Mitte, glaube ich. Wenn Sie ein Formular L haben, ist das Formular M, bitte. Jetzt kann ich Formular Y für Sie bearbeiten. Hier können Sie. Mein Gott, ist das kranke Scheiße. Das T, R, X ist da. Nein! Oh, Glück gehabt. R, X, Y. N. Ich könnte hier Formular S Y für Sie bearbeiten. Formular Sie ein Formular L haben. Formular H. Meine Güte. R und X, R und X. Formular D. Formular S.
Sehe ich hier irgendwo ein R-Formular? Gib mir bitte Formular E, bitte. So, wer hat W und X. Das X? Na, verdammt! Ich brauche N. Ein Formular E könnte jetzt ja, ich alle G-Formulare. Nur noch W. Formular T. Doch, komm schon, W werde ich los. Formular Y. Hier, bitte schön. Hier ist Formular F. Hallo? Das war doch wohl drauf. Hier ein R-Formular H. Formular M, bitte. Formular K. Hier können Sie jetzt Formular Q abgeben. Gebt mir bitte Formular I. Alle G-Formulare. Meine Güte, ist das ein Nervenaufreibend. Hier ist der Formular H. Yes. Bitte bringen Sie Formular M. Formular M, bitte. Sie sind der Nächste. Beeilen Sie sich. Sie haben 2 Sekunden. Das ist 2 Sekunden? Nun, wen möchten Sie sprechen? Ich soll ihn also anrufen, nur das Signal zufällig durchs Universum schicken und ja, auf Antwort warten. Ganz genau. Sie haben offensichtlich keine Ahnung von Weltraumkommunikationsprotokollen. Sie müssen mir schon das Raumschiff nennen, auf dem er sich befindet. Das war dieser afrikanische Name. Ah gut, ich habe keine Auswahl hier. Das wird wohl im tiefen Weltraum sein, oder? Warum können sich Leute nicht damit zufrieden geben, mit ihren Nachbarn zu telefonieren? Sehr gut, ich mache den Anruf. Dies könnte nur den Rest des Tages dauern. Vielleicht ist er ausgegangen. Ah, Mister, wir haben ein offizielles neurales Gespräch. Yeah. Danke sehr. Bitte warten. Ich werde Sie nun durchstellen. Aber nicht zu lange reden. Es gibt eine Warteschlange. Ja, ich bin Leonid Zuffeli, Kapitän der Deep Space Sonde Boris Butov. Wer spricht da mit mir? Ellie schickt mich. Sie müssen der Bote sein, den Ali ausgeschickt hat, um das Modul für das Access-Protokoll 1 zu holen, oder? Ja, mal gucken, vielleicht kriege ich noch Infos. Vielleicht. Aber bevor wir reden, sollte ich den Transfer des Protokollfragments starten. Das wird eine Weile dauern. Machen Sie sich für den Subspace Upload bereit. Das Upload-Signal wird jetzt zu Ihnen herübergeschickt. Das klingt irgendwie amerikanisch. Der Datentransfer benötigt etwas Zeit. In dieser Zeit können wir über die Sachen reden. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Was wollen Sie wissen? Sie haben also mit Ali gesprochen. Aber haben Sie auch mit Mohammed Chin gesprochen? Jetzt klingt er wieder wie ein Afrikaner. Ich kann mich nicht entscheiden, wessen Dialekt er da versucht zu simulieren. Wenn Sie mit ihm gesprochen haben, dann haben Sie bestimmt auch von seiner Theorie über die außerirdische Verschwörung gehört. Er ist ein brillanter Mann. Er könnte uns in unserem Kampf gegen Amok eine große Hilfe sein. Aber er hat einige fragwürdige Ideen. Glauben Sie nicht alles, was er sagt. Sicherlich wüsste ich von Außerirdischen, die die Erde übernehmen wollen, wenn es sie gäbe. Ich wünschte, es gäbe hier draußen außerirdisches Leben. Das würde diese Lehre füllen. Auf jeden Fall hören Sie auf das, was ein weiser Mann oder ein Verrückter zu sagen hat. Benutzen Sie das, was Sie gebrauchen können und vergessen Sie den Rest. Das habe ich Ali gesagt und das sage ich auch Ihnen. Ja, sie hat eine Art Abkommen mit Mohammed Chin getroffen, aber sie hat mir nicht gesagt, welches. Wir haben seit einiger Zeit nicht mehr miteinander geredet. Das war so geplant, um kein Misstrauen zu erwecken. Ich habe jetzt die Bestätigung des Subspace Upload, das heißt, sie haben jetzt das Modul. Sie sollten jetzt gehen. Es gibt noch einige Module, die sie sammeln müssen. Sollten sie Anna noch einmal sehen, dann sagen sie ihr bitte, dass ich sie liebe. Deep Space Sonde Boris Muto, Ende. Sag's dir doch selber, du stirbst doch jetzt nicht. Also, ich habe das Gefühl, mit Ellie stimmt was nicht. Wahrscheinlichkeit, Privilegien, Department of Panic, Ernährung, Neurosen, Moral, Männer, Maßeinheiten oder Messungen, Legitimierung, Gerechtigkeit oder Recht, Information. Ja, ich würde sagen, meine Güte, wir springen hier dann doch langsam raus aus der Regierung, oder? Oh, scheiße, jetzt muss ich hier wieder zum Ausgang.
So. Ups, nee, das wollte ich nicht. Aber jetzt springen wir zur FutureNet-Karte. Ja, jetzt musste uns Ellie ja die nächste Information geben. Ich springe jetzt mal zur Government-Übersichtskarte. Ach, jetzt bleibt er hier stecken. Ist das ein Quatsch? Ah, okay, egal. Komm, dann gehen wir doch hier sofort wieder raus, weil ich denke, dass Ellie uns ja wieder auf der Karte, so wie ich vorhin, kontaktieren wird, auf der wir das letzte Protokoll bekommen haben. Jetzt haben wir ja im Moment schon 4 Protokolle. Ellie, Björn, Isabella und Leonid. Das heißt, jetzt fehlen uns nur noch 2 und dann haben wir es vollständig. Das ist doch schon mal eine gute Ausbeute. Guck mal, das ist doch schon der Würfel, oder? Ist das Ellie, die jetzt kommt, oder ist das nur so eine Ladeanimation? Oh! Sie haben Post. Der Cursor hat sich von selbst geöffnet, dahin geführt. Kann ich die Post von hier aufmachen, oder? Nee. Das heißt, ich muss eben zur Post springen. Was ist, wenn Ellie irgendwie ausgeschaltet und ersetzt wurde durch jemanden? Zum Beispiel durch einen außerirdischen Kanadier. Okay, mal gucken, was Zippy uns zu sagen hat. Hi, raten Sie mal. Habe ich eine Post bekommen? Und ob, es ist Ihre Sweeptapes Gewinnspielbewerbung. Wissen Sie, die meisten der Leute löschen diese Art Post nur. Aber einige sind richtige Gewinner. James O'Connor von Wahrheit oder Pflicht. New Mexico gewann 20 Millionen Dollar. Oh. Ich schlage vor, Sie senden sie sofort ein. Der hat mich jetzt für eine Werbe-Gewinnspiel-Spam-Mail hergerufen. Ist der bescheuert? Und wieso muss man im FutureNet ins Postbüro gehen, um wirklich die Mail zu holen? Das ist doch vollkommen absurd. Publishers Clearing Net Sweepstakes. Heute teilnehmen. Herzlichen Glückwunsch. Sie wurden aus den Net-Usern ausgewählt, um an unserer Preisverlosung teilzunehmen. Als neuer FutureNet-User erhalten Sie diese seltene Chance, um Ihre sehr selten, bestimmt kriegt die kaum einer. Um Ihre dauerhafte FutureNet-Nutzung zu erzielen. Mit wie viel Liebe das lokalisiert wurde. Wenn Sie dieses Formular zurücksenden, werden Sie an der Preisverlosung unter den Finalisten teilnehmen. Aus der Gruppe der Finalisten wird unser Gewinner ausgewählt. Dieser Gewinner können Sie sein. Okay, Sie sind nicht verpflichtet, etwas zu kaufen, bla 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 bla. 20 Billion. Ich könnte 20 Billion Dollars gut gebrauchen. Von daher nehme ich teil. Nun gut, das ist die gesamte Post, die ich für Sie habe. Viel Glück beim Sweeptapes-Gewinnspiel. Wiedersehen. Danke. Ich glaube, ich labere ihn nochmal kurz an. Vielleicht hat er wieder Gerüchte für mich. Hallo? Sie haben Ihre Preisbewerbung eingeschickt. Also haben Sie technisch gesehen keinen Nutz mehr im Postbüro zu bleiben. Richtig? Also Wiedersehen. Fand ich jetzt aber ein bisschen passiv-aggressiv unfreundlich. Bin ich gar nicht gewohnt. Mal gucken, ob ich hier was hacken kann. Schade. Na gut, dann, tja, was machen wir dann? Irgendwie müssen wir Ellie kontaktieren. Aber wo? Wir haben die Protokolle. So, richte ich mich mal neu auf. Wo könnten wir dann mal gucken gehen? Vielleicht springen wir mal zum Ritz. Vielleicht können wir da ja reingehen. Würde mich jetzt wundern. Das scheint ja ein elitärer Club zu sein. Wenn es dem Real-Life-Ritz entspricht. Klopfen. Ja. Ja. Es tut mir leid, ich denke, ich habe einen Fehler gemacht. Was ist das denn? Das würde ich auch so sagen. Vielleicht kann ich da ja was hacken. Ich bin gerade auf den Hackgenuss gekommen. Aber... nee, hier scheint nichts zu sein. Na gut, kann man nicht ändern. Dann gehen wir vielleicht doch mal an der Börse gucken, oder? Vielleicht ist es an der Zeit, reich zu werden. Ich meine, wir haben immer noch null Geld. Das kann es ja auch nicht sein. Okay. Kann man hier irgendwas machen? Nee, ne?
Ja, das ist die Börse. Okay. Ja, ich schlage vor, wir lassen die Börse mal Börse sein und beenden die Folge an dieser Stelle. Und zum zweiten Mal in Folge sind wir pünktlich. Jetzt habe ich aber auch einen Lauf. Vielen Dank fürs Zusehen und mal schauen, ob wir in der nächsten Folge unsere neuen Aufträge von Ellie erhalten können oder alternativ Millionär werden. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich lieber hätte. Ihr vielleicht auch nicht, aber dafür bekommt ihr in der nächsten Folge die Lösung oder Antworten auf diese Fragen. Egal, macht's gut, bis dann. Ciao.